Einen wunderschönen guten Morgen an alle Teilnehmer und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Stereo Trader Live Trading zur Börseneröffnung in Zusammenarbeit mit unserem Stereo Trader Experten Dirk Hilger. Mein Name ist Wolfgang Dender und bevor wir das Webinar starten, möchte ich noch kurz obligatorisch auf die Risikohinweise eingehen. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen. Bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung und die Meinung der Referenten muss nicht mit denen von FXNet übereinstimmen. Ja? Dirk, bist du soweit? Ich muss noch einmal kauen. Was muss ich machen? Ich sagte, ich muss nur fertig kauen, dann bin ich soweit. Okay, ja, dann kann ich an dich übergeben, ne? Ich wünsche viel Spaß und auf los geht's los. Nur eine Frage, Dirk, bevor du beginnst. Die Fragen, die kannst du lesen? Ich kann die Fragen lesen, ja, genau. Sehr gut, okay, das dann. Tatsächlich mal, das ist der Wahnsinn, aber... Ja, die haben da irgendwas geändert, Gott sei Dank. Also das geht mittlerweile wieder. Sehr gut. Okay, so. Ich glaube, dann bin ich jetzt auch irgendwie drauf, ne? Also mein Bildschirm, nicht ich. Und von daher an der Stelle erstmal guten Morgen hier von meiner Seite aus Köln zum DAX oder DAO oder wie auch immer. Hier Eröffnungswebinar, wo wir mal gucken, ob wir da halt irgendwo eine Position eingefangen kriegen, die wir vielleicht möglicherweise halt auch, oder was heißt wir, ist es ja nicht, sondern ich, Wolfgang hat es ja auch gerade gesagt, ist natürlich keine Empfehlung, sondern nur mein persönlicher Ansatz und der auch nicht unbedingt aufgehen muss, beziehungsweise wenn er das auch oft tut, aber nichtsdestotrotz kann es halt dann eben auch mal 2, 3 Ansätze und Versuche dann halt eben kosten, bis so eine Position dann halt letzten Endes läuft. Das heißt, ich weiß jetzt halt natürlich nicht, wer jetzt hier zum ersten Mal dabei ist oder wer halt schon öfters dabei war. Was schreibt der Jens hier? Dirk kaut für uns den Markt durch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie gerade. Nein, das Ding ist halt immer das. Mein Ansatz ist ja halt, den ich ja auch im Blog halt eben immer zeige, basiert ja letzten Endes auf Stundenkerzen. Und das heißt, wir haben halt eine Auflösung von so einer Formation oder von so einem Setup oder wie auch immer man das halt eben nennen mag. Die ist dann halt auch gerne mal irgendwie erst zum Ende von einer Stunde oder halt auch im Zweifelsfall zum Ende irgendwie von einer 4-Stunden-Periode. Deswegen, selbst wenn der Ansatz jetzt hier als Beispiel stimmt, das heißt halt eben trotzdem leider nicht, dass er dann halt eben auch sofort aufgehen muss, sondern das kann sich halt eben dann verzögern. Deswegen ist es halt auch ganz schwierig, wenn man das halt hier versucht nachzuhandeln, weil ich halt hier keinen Scalping-Ansatz mache und wir hatten das in der Vergangenheit tatsächlich schon sehr oft, dass dann halt irgendwie eine Position eingegangen wurde und erst als das Webinar vorbei war, ist es dann halt irgendwie gelaufen. Und da muss man dann natürlich dann halt eben auch dranbleiben, auch wenn jetzt irgendwie halt mal irgendwie ein Fehlausbruch oder irgendwas dabei ist und sowas halt dann auch mal daneben gehen kann. Damit muss man halt einfach rechnen. Aber generell, wer das verfolgt, ich habe das ja halt immer, ich habe ja meine Marken, die man halt auch hier sieht. Jetzt hier oben im DAX ist jetzt aktuell der H4 zwar angezeigt, aber... Die sind natürlich auch alle immer so in meinem Blog drin und von daher kann man das natürlich dann auch nachvollziehen, wenn man das dann eben möchte. So, aber besser ist natürlich, wenn man irgendwie einen eigenen Ansatz hat und den an der Stelle verfolgt und sich dann halt versucht, daran zu halten. Ich bleibe jetzt auch mal hier erstmal beim DAX, weil der DAO ist mir tatsächlich heute ein bisschen, ich will nicht sagen undurchsichtig, eigentlich ist es schon durchsichtig, was er macht. Aber halt, wie weit er dann halt jetzt halt eben da noch nach oben erstmal korrigiert, da steht es noch auf dem anderen Blatt, da gehe ich aber gleich mal noch drauf ein, weil der DAX auch die letzten Tage wirklich sehr, sehr sauber gelaufen ist, also erstaunlich sauber. Und weil ich habe den ja so eine Zeit lang ein bisschen verbannt, beziehungsweise selber nicht gehandelt, aber momentan sieht das halt irgendwie alles recht ordentlich aus, was der da halt macht, recht deutlich vor allen Dingen. Ich fange mal hier eben an mit dem 4-Stunden-Chart, damit man das so ein bisschen erkennt, was ich da halt vorhabe. Sekunde mal ganz kurz.
So, und muss nur mich hier kurz räuspern. Ich habe ja gerade tatsächlich irgendwie so mein Frühstück, wenn man das so nennen kann, noch irgendwie schnell beendet. Und von daher bin ich gerade noch klingt es vielleicht noch etwas nuschelig, aber das wird sich hoffentlich irgendwie gleich dann auch geben. So, also hier der H4. Das sieht folgendermaßen aus. Also wir haben halt hier gestern, beziehungsweise generell, die 12.113, das ist bei mir eine Marke, ich glaube, die ist schon so lange da drin, wie ich den DAX handle. Also schon einige Jahre tatsächlich. Und das ist halt einfach ein Punkt, wo in der Vergangenheit viel Umsatz immer wieder entstanden ist. Und das ist ja grundsätzlich das Prinzip, wo Umsatz war, wird Umsatz sein. Und weil natürlich die großen Marktteilnehmer müssen ja gucken, dass sie halt auf andere große Marktteilnehmer halt treffen. Und deswegen versuche ich das halt immer so ein bisschen dann halt auch rauszufinden, wo sind die Punkte, wo Umsatz entsteht, weil dort kann man dann meistens auch entsprechend aktiv werden. Man sieht es auch hier selbst im 4-Stunden-Chart, da halt immer wieder hier in dem ersten Anlauf dran abgeprallt und dann halt irgendwann mal drauf aufgesetzt. Und gestern war halt auch hier über Nacht dann relativ viel, ist halt viel passiert. Das heißt, es sind halt hier sieht man ja hier mit einem Gap gestartet unter der 12.113. Und dann dort halt abgeprallt und dann direkt runter zur nächsten Umsatzmarke. Und das ist die 11.840. Und so kann man halt, so finde ich, relativ gut eben halt dann auch den Markt greifen und weiß halt dann auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass halt alles dazwischen letzten Endes irgendwo nur heiße Luft ist und da halt man da auch nicht irgendwie nach Support, nach Long oder sonst irgendwas suchen muss. Und das hatte ich gestern auch in der Gruppe auch nochmal gesagt, dass es halt im ärgsten Fall eben die 11.840 dann halt sein wird, aber vorher halt nicht long, und das passt auch soweit. Wir haben jetzt hier über Nacht, hat er hier so ein bisschen übertrieben, aber nochmal, wie man sieht, den H4 dann entsprechend über der 840 geschlossen und versucht sich jetzt halt nochmal nach oben. Das heißt, was wir jetzt hier haben, das ist so ein bisschen tricky. Das heißt, generell sind wir immer noch long. Ja, also das ist gar keine Frage im DAX. Aber wir haben natürlich hier schon so ein bisschen Druck da oben bekommen auf dem Kessel. Also hier oben halt auch mit dem Gap jetzt hier übers Wochenende da oben die Geschichte und dann halt nochmal hier, beziehungsweise nicht übers Wochenende, sondern halt die Tage davor und dann halt hier übers Wochenende nochmal ein Gap. Das heißt, also ist halt schon ein bisschen Druck hier drauf auf der Geschichte. Und was er hier jetzt halt einfach macht, das sieht man auch recht deutlich im H4. Wir haben halt hier eine Aufwärtsbewegung, hier eine kleine Korrektur. Und das war ein Support eben der Vergangenheit. Am 8. April war das. Von da ging es halt nochmal geradeaus nach oben. Und da haben wir jetzt einfach mal drauf aufgesetzt. Das heißt, der Markt ist eigentlich unverändert long. Und das heißt aber jetzt natürlich nicht, dass er das Intraday unbedingt auch sein muss. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Weil er kann natürlich halt auch logischerweise hier versuchen, das Ganze zu kippen. Und da wäre natürlich jetzt die 11.840 so der erste interessante Punkt oder der erste wichtige Punkt, den es zu kippen gilt. Und weil das halt hier einfach der letzte Support gewesen ist. Das heißt, es kann natürlich jetzt, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder prallen wir jetzt hier ab, laufen nochmal hoch über die 12.113 und greifen nochmal hier oben den nächsten Punkt bei 12.410 an. So, das ist die eine Variante. Und die andere ist natürlich, dass wir halt hier nur einen Rücklauf kriegen an die letzten Supports, die ja jetzt dann halt entsprechend Widerstand auch werden sollten. Und dass wir von dort nochmal in Richtung 11.840 dann auch direkt laufen. Ich habe hier den EMA 200 zwar drin, das ist aber bei mir immer nur so ein bisschen zur Orientierung, nicht unbedingt ein Ansatz. Der passt aber nichtsdestotrotz ganz gut hier mit diesen Supports, das sieht man ja halt zusammen, die ja dann auch gebrochen worden sind. Das heißt, wir hätten hier jetzt nach dem H4 für meine Begriffe erstmal ein Maximum hier oben tatsächlich bei der 12.022, die man aber auch abrunden kann auf 12.000. Dort liegt tatsächlich dann auch jetzt der EMA 200 im H4. Aber der ist natürlich geduldig. Der hat halt auch Zeit bis heute Abend im Zweifelsfall. Und wenn man es ein bisschen kurzfristiger halt sich mal angucken will. Und dann haben wir hier natürlich an der Stelle hier ein kleines Support-Cluster, was dann gestern eben auch nochmal, sieht man ja hier, da war ein alter Support im Stundenchart. Da ist er dran gelaufen, es hat eine Zeit lang gehalten. Die 955, die ja auch sehr gut reagiert hat die letzten Tage. Und das wäre natürlich jetzt eigentlich erstmal die erste Anlaufstelle, um mal zu gucken,
hält das oder hält das nicht, beziehungsweise halt hier der Bruch der 955, hält er oder hält er halt nicht. Und das ist natürlich jetzt hier dann entsprechend erstmal ein Widerstand. Das heißt, für eine kurzfristige Bewegung würde ich schon mal eher tippen, dass wir das hier halt testen, dann halt erst nochmal nach unten reagieren. Und was auch immer da mit dem H4 passiert, wie gesagt, der hat halt schon so ein bisschen Zeit, und dann auch noch das auch nochmal ganz anders aufzulösen. Aber hier ist, wir stecken hier natürlich tatsächlich irgendwo für meine Begriffe, so finde ich, absolut im Mittelfeld, ja, weil halt hier sind wir nicht durchgebrochen. Hier den letzten Bruch von der 955, die zwar schon wichtig waren, ja, den testen wir jetzt nochmal an. Das heißt, wir haben jetzt hier potenziell erstmal seitwärts von 955 bis 11.840. Und das kann man natürlich versuchen, entsprechend dann halt auch zu handeln und mitzunehmen. Und mal gucken, ob das gelingt. Zum Beispiel wieder uns sagen, das ist nicht uns, sondern ob das dann mir gelingt an der Stelle, da halt entsprechend in den Markt reinzukommen. Das heißt, ich würde hier auch direkt versuchen, mit einer Limit da entsprechend halt auch zu agieren, aber die halt auch eng abgesichert. Und dann halt mal sehen, ob das hält oder entsprechend nicht. Wir sind auch hier. Ich schalte, ich habe das hier jetzt mal umgeschaltet, nochmal auf den M15 hier auf der linken Seite. Da sind wir jetzt halt am Pivotpunkt. Ja, bei denen weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau immer, was ich davon halten soll, von den Pivotpunkten. Die werden gehandelt. Ja, da ist auch immer irgendwie ein bisschen Volumen. Aber wie man das dann halt letzten Endes dann halt tatsächlich, also es hat weder Short noch Long, es hat einfach nur eine Anlaufstelle. So sehe ich das halt eigentlich immer. Und von daher hat die jetzt erstmal nicht viel, hat er jetzt erstmal nicht viel zu bedeuten. Und was aber plausibel wäre, wäre jetzt halt hier zum Beispiel halt auch, wenn man das im Stundenchart halt hier mal ein bisschen kleiner macht. Wir haben halt hier auch einen Widerstand gestern gehabt, kommen über die 840, sind jetzt hier, das ist diese dünne Orange, das ist die 902. Dort sind wir jetzt erstmal drüber. Und das heißt, wir könnten hier einen kleinen Rücksetzer kriegen an die 902 und dann nochmal einen Versuch, dann entsprechend nach oben zu laufen. Wäre halt auch ein denkbares Szenario. So, weil das, dass wir hier dann jetzt einfach nochmal so drunter fallen, glaube ich nicht erstmal. Aber wir werden es ja gleich sehen, ob das Ganze oder wie halt, dass der Markt jetzt hier von der Eröffnung von der Kasse halt hier aufgenommen wird. Weil was wir jetzt halt hier natürlich haben über Nacht, ist ja erstmal nur der Future. Und da kann es natürlich sein, dass dann halt die Kasse sagt, oh, doch nochmal so hoch, schön, freuen wir uns erstmal raus damit. Und dann laufen wir halt auch direkt zu 840. Das muss man sich ein bisschen genauer angucken. Das heißt, ich würde eigentlich hier nicht unbedingt long gehen wollen. Zumal wir hier halt auch in dem Bereich, kann das immer halt irgendwie auch mal versuchen, irgendwie nochmal einzuzeichnen. Wenn wir hier natürlich auch in dem Bereich, oh, ist ja extrem gut sichtbar. Das muss ich mal irgendwie von der Farbe ein bisschen ändern. So, mystisches Rosa, ja, das ist doch eine schöne Farbe. So, sieht man halt hier auch, ne, wo halt die Widerstände, beziehungsweise wo er gestern halt abgeprallt ist, mehrfach, und da stecken wir jetzt halt gerade drin. Also mehr ist es an der Stelle noch nicht. Das heißt deswegen auch hier kein Long, weil das hat, mag sein, dass es halt für ein paar Punkte funktioniert, aber das ist mir zu. Ja, zu wenig an der Stelle, wo das halt jetzt irgendwie auch drüber schließt mit der, also höchstwahrscheinlich drüber schließt mit der neuen Uhrkerze, also mit der Eröffnung. Und deswegen da bin ich, glaube ich, für Long nicht wirklich zu haben. Hier unten haben wir halt auch den Kassaschluss an der Stelle bei 11.880, also zumindest mal die 17:30 Uhr. Und das ist natürlich jetzt auch erstmal ein gern gesehenes Ziel, falls er auf die Idee kommen sollte, direkt nach unten irgendwie zu laufen. Und von daher ist es halt auch dann nochmal unsicher. Das heißt, da liegen wir direkt nochmal 20 Punkte tiefer mit dem Gap, beziehungsweise mit dem Schlusskurs von gestern. Und deswegen ist mir das hier an der Stelle nicht genau genug. So, ich hoffe, man kann mich hier hören, weil ich habe hier irgendwie so wenig Pegel. Ich versuche es mal ein bisschen lauter irgendwie zu machen. So, mal gucken, so besser? Ja, ne? Glaube ich ja. Also Dirk, Okay. Dirk, du bist super zu hören. Okay. Alles in Ordnung. So, dann gucken wir mal. Immer nur ein paar Sekunden hier. Was er damit macht. So, Reaktion erstmal nach oben.
Aber heißt ja natürlich erstmal gar nichts. Kommt auch irgendwie, wie es auf den ersten Blick aussieht, erstmal auch nicht besonders weit. So, jetzt sowieso halt hier in der ersten Sekunde einen Trade aufzumachen, weiß ich halt nicht. Also die 902, die ist halt schon relativ beschlossen gerade. Dazwischen ist jetzt auch gerade nichts mehr und dann halt mal gucken, wirklich, wie er da halt reagiert. Ich würde halt schon gerne versuchen, für Short, für eine Reaktion da ein paar Punkte halt höher reinzukommen. Das heißt, also hier die 11.955, beziehungsweise die kann man vielleicht sogar noch tiefer ansetzen, wenn man sich hier mal den letzten Peak dann nimmt bei 9.39.940. Das wäre dann so die Richtung hier, 940, wobei das natürlich jetzt ein bisschen knapp, aber das kann man sich schon mal irgendwie angucken. Ne? Das sieht man hier halt auch. Hier ist entsprechend halt der letzte Peak nach unten, der gebrochene Support an der Stelle. Und ich habe jetzt hier das Value Profile heute mal nicht drin, weil das sich halt relativ gut deckt, auch hier mit dem integrierten Tick-Profil. Da konnte ich jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel Abweichung erkennen. Das heißt, wir haben halt hier den hier unten bei 877, so ist es halt hier zumindest dargestellt. Das war der meistgehandelte Kurs gestern. Das ist natürlich halt auch nochmal eine gute Anlaufstelle. Nochmal hier zusammen, auch mit dem Kassaschluss. Und jetzt sind wir hier auch genau an der 902, wo er jetzt drauf aufsetzt. Dann bin ich jetzt halt mal gespannt, was da jetzt passiert. Ob das jetzt hier reicht, um direkt mal halt eine Etage höher zu versuchen. Oder ob wir nicht doch hier unten die Punkte dann halt anlaufen. Und dann würde ich halt eher mal warten, dass wir hier ein bisschen Struktur kriegen, und dann halt mal zu sehen, wie man mit dem Markt an der Stelle dann halt auch umgehen kann. Weil was man auch nicht vergessen darf oder halt nicht übersehen darf, ist, wir haben halt hier schon eine ziemlich massive Abwärtsbewegung, die halt wenig korrigiert ist. Und deswegen ist es, glaube ich, halt auch ein bisschen noch nicht so ganz ungefährlich, wenn man da halt zu tief reingeht. Also wenn man jetzt hier als Beispiel sagt, okay, ich gehe hier short, klar kann das funktionieren, aber wir haben halt hier noch nicht viel Gegenbewegung. Und ich würde halt erst mal ein bisschen warten, bis da ein bisschen mehr da ist und dann halt entsprechend versuchen, auch da halt höher reinzukommen. Ne? Weil die Chance dann natürlich dann auch, so finde ich, größer ist. Also nicht nur, weil wir dann generell halt höher stehen. Ich kann ja mal gucken, was das hier mit den Fibos von gestern, wie das passt. 9,63 ist 50% von gestern. Da sind wir schon wesentlich näher an der 9,55 dran. Das wäre zumindest mal ein hälftiger Rücklauf von der Abwärtsbewegung von gestern und damit, glaube ich, auch schon ein bisschen realistischer, dass da halt auch dann ein bisschen mehr passiert. Und was halt hier gut, kann man jetzt bewerten oder nicht, halt hier den EMA 200 im M15 liegt dann halt auch da. Da haben wir auf jeden Fall so ein paar Argumente mehr. Hier auf jeden Fall ein Cluster, das heißt, hier wurde gehandelt. Da wird auch sicherlich wieder gehandelt werden, weil man den Begriff sicher ja natürlich immer aufpassen muss. Aber die Chance ist halt einfach höher, als dass man jetzt irgendwo hier mitten im Nirvana an so einer Stelle, nur weil da ein Pivot ist, dann halt irgendwie da auf den Markt losgeht. Dann lieber irgendwie gucken, was wurde gehandelt, denn das, was gehandelt wurde, wird wahrscheinlich wieder gehandelt. Und dort dann halt gucken, dass man halt die gegenläufigen Interessen dann halt auch entsprechend erwischt. Und das passt natürlich dann hier an der Stelle auch nochmal wesentlich besser dann halt zusammen. Und das heißt, wenn wir jetzt dahin laufen sollten, und dann würde ich den deswegen halt hier auch direkt mal mit einer Limit halt abgreifen. Aber natürlich so hoch wie möglich. Das heißt 944, 940 hier wäre jetzt so der erste Bereich. Das wäre halt ein kleines neues Hoch. Ein bisschen über der 38 von gestern. Mal gucken, wenn jetzt halt ein bisschen was passiert, weil das hier ist natürlich, das sieht man ja auch, es ist viel zu wenig. Also von der Bewegung von der Vola, was da halt jetzt sich gerade abspielt. Was man aber nichtsdestotrotz deutlich sieht, ist, dass die 902 hier an der Stelle doch fast punktgenau hier jetzt erstmal hält. Das ist doch erstmal so weit, so gut. Das sind zumindest mal, wo ich dann halt sage, gut, da kann ich was mit anfangen. Weil wenn ich halt dann sehe, dass halt die Punkte, wie ich sie halt ermittle, dann auch
entsprechend hier wirklich punktgenau dann halt eben auch angelaufen werden und gehalten werden, dann habe ich natürlich auch so ein bisschen mehr Gewissheit, dass das mit den nachfolgenden Punkten dann auch genauso dann passiert. Der Jan oder In, hier steht In, Entschuldigung, Nachnamen wollte ich nicht sagen, aber sieht aus wie ein Künstlername. Warum nicht gleich 955? Weil ich natürlich nicht weiß, ob die halt tatsächlich kommt, die 955. Das heißt, das ist ja eigentlich immer eher so, wie soll ich das sagen? Die 955 ist ja keine Zielmarke. Das ist ja, für mich ist das ja halt ein Trigger. Und das heißt, letzten Endes müsste ich nach dem Punkt eigentlich eher entscheiden, nach dem Stundenschluss. Das heißt, wenn die Stunde jetzt als Beispiel darüber schließt, ja, also irgendwo hier bei 980, nur mal als Beispiel, dann wäre die 955 für mich ein Trigger, ein Long-Trigger. Und das heißt nicht, dass wir jetzt halt hier direkt im Impuls da halt punktgenau dran laufen und dann halt auch wieder abprallen. Deswegen kann ich die 955 eigentlich gar nicht so ohne weiteres direkt hier anvisieren. Ja, weil das heißt, also genau wie unten mit der, hier unten mit der, zum Beispiel wie es halt gestern auch war, 955. Ja, wir haben Stundenschluss hier drunter, der hier war ziemlich genau dran, da haben wir nochmal Gegenbewegung oder andersrum, die 988, wir haben Stundenschluss unter der 988 gehabt. Das heißt für mich, im Rücklauf kann ich die entsprechend shorten. Und was wir halt, und das ist halt der Ansatz mit dem Trigger. Das heißt, ich habe einen Stundenschluss drunter und kann dann halt entsprechend dann das Ding handeln. Hier habe ich jetzt aber keinen Stundenschluss. Ich muss hier versuchen, ja, dann den Impuls dann an der Stelle einzufangen. Deswegen muss ich ein bisschen genauer hingucken, weil es ist nicht gesagt, dass wir die 955 jetzt bekommen. Deswegen kann genauso gut sein, dass ja, wie ich es vorhin gezeigt habe, ich kann das ja mal hier einfach ein bisschen hochziehen, dass wir an der Stelle, hier wo halt dieser Peak ist, dass wir dort einfach nur hinlaufen und dann halt nochmal unten versuchen, weil ansonsten besteht natürlich die Gefahr halt auch, dass wir über die 5 von 5 hinauslaufen, dann eben wie gesagt drüber schließen und dann halt hier das Ganze nochmal in der Long drehen. Das kann passieren. Und deswegen darf ich mich da halt an der Stelle nach meinem Ansatz nicht zu sehr auf die 955 versteifen. Long ist es immer ein bisschen was anderes, zumindest mal bei den Indizes, wobei ich mache diesen Handelsansatz ja eigentlich nur bei den Indizes, weil da hat man halt gesehen, da konnte man die 955 letzte Woche, die hat dann wirklich fast auf den Tick genau reagiert und da war halt eine grüne Linie drin, als wir noch nicht dort gewesen sind. Liegt natürlich aber auch daran, weil das hängt ja so ein bisschen mit der Psychologie zusammen, die ja halt auch hinter den Indizes ja auch steckt. Das heißt, Fondsmanager und so weiter und so fort, die müssen ja letzten Endes halt gucken, dass sie halt irgendwie ihre Pakete halt eingekauft kriegen. Das heißt, wir haben da halt natürlich eine deutlich höhere Motivation immer in Richtung Long, weil letzten Endes, das ist ja der Grund, warum es überhaupt ja auch Aktien gibt, damit das Zeug ja eben steigt. Und gerade in einem Aufwärtsmarkt, den wir hier natürlich haben, ist natürlich dann entsprechend halt auch die Chance, dass ein Impuls dann hält in die Long-Richtung natürlich dann halt auch wiederum größer. Deswegen halt hier nicht so ohne weiteres mit der 955 machbar, weil wir sind Long. Also auch wenn das jetzt irgendwie erstmal nicht so aussieht für viele, aber sollte man halt nicht vergessen. Und dass wir hier halt einfach auch nochmal die Chance haben, jetzt nochmal günstig in den Markt reinzukommen. Oder beziehungsweise diejenigen, die den Markt halt höher sehen wollen oder generell ein Kaufinteresse haben, die haben halt hier einfach die Chance, halt nochmal zum gleichen Kurs einzukaufen wie vor einem Monat. Und von daher alles möglich, beziehungsweise gut möglich, dass wir halt hier einfach mal ein Stück drüber rennen dann halt auch. So, ich soll mal den pH einschalten. Ja. Klar, der hängt natürlich da oben schön mit zusammen. Danke für den Hinweis. Also hier ist der R2. Das ist der Stundenpivot der R2 von den Stundenkerzen. Und da kommt der DAX meistens nicht so besonders gut klar drauf. Das heißt, da läuft er in den seltensten Fällen dann tatsächlich drüber. Entschuldigung. Moment mal. So, irgendwie ein bisschen trockenen Hals hier heute Morgen. Das heißt also zum Skypen oder so, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Marke immer.
der R2, weil man wirklich ganz selten sieht, dass der DAX da halt einfach drüber hinwegsteigt. Und auf der anderen Seite, wenn er es denn dann tut, dann haben wir meistens auch eine Bewegung, wo dann halt auch ein bisschen was hinterherkommt, dann auch noch. Das heißt, wo man sehr oft dann auch davon ausgehen kann, das ist halt echt, da passiert noch ein bisschen mehr. Okay, aber nützt ja alles nichts, wenn wir hier nicht aus dem Quark kommen. Beobachte den DAU so ein bisschen parallel, das ist aber eigentlich gerade ziemlich sinnlos. Nichtsdestotrotz versuche ich da halt irgendwie den gleich mal irgendwo auch irgendwie mal anzugucken, wenn hier halt nichts passiert. Aber wie es ja dann so mal meistens ist, kaum schaltet man um, passiert hier natürlich dann gleich wieder ein bisschen mehr. So, ich habe hier ein Pullback, sehe ich gerade von 2. Eigentlich brauchen wir das nicht wirklich. Da reicht auch 1. Also ich habe hier natürlich immer die letzte Beta-Version bei mir an der Stelle drin. Das heißt, es sieht immer alles ein bisschen anders aus als bei der offiziellen Version, aber die wird irgendwie noch immer, ist die halt in der Testphase, beziehungsweise eigentlich läuft die stabil. Und da ist natürlich dann demnächst auch damit zu rechnen, dass wir da halt auch entsprechendes Release machen und dann auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Aber im Grunde, die meisten Sachen, die halt hier drin sind oder an Funktionen, die ich verwende, die kann man natürlich auch mit der jetzigen offiziellen Version vom Stereo Trader auch entsprechend abbilden. Nicht alles, aber halt, also klar, weil es gibt natürlich ein paar Neuerungen, aber doch eben vieles. Das heißt, ich versuche jetzt mal hier, wenn wir einen direkten Impuls kriegen an der Stelle, der jetzt hier so ein bisschen über das Hoch rausgeht, das wäre dann hier auch der R1. Entsprechend, wie gesagt, hier unten dieser Peak, aber halt eben maximal mit 10 Punkten. Ansonsten würde ich nämlich dann weiter oben nochmal versuchen, das Ganze einzufangen. So, auch wenn wir jetzt halt hier natürlich erstmal mit Support von da unten hochkommen. Aber denkbar ist ja eben halt auch, dass halt hier einige sagen, gut, ob da gehe ich long, von daher. Das wäre auch nicht direkt Stop-Phishing, sondern ja halt, das passt halt irgendwo ganz gut dazu. Das heißt, also wenn wir hier ein bisschen drüber laufen, direkt wieder runterkommen, wie gesagt, kann man vielleicht so werten, aber ist es eigentlich nicht. Ja, die 902 Long wäre gar nicht so doof gewesen, ne? Aber okay. Aber da müsste natürlich schon so ein bisschen Spritzer an der Stelle nach oben kommen. 15 Minuten. Ganz oft ist es ja so, dass wenn halt, wir haben jetzt hier die ersten 15 Minuten gleich fertig. Wenn wir dann halt so eine Long-Kerze halt haben, ja, also so eine, wie es hier gerade darstellt, dann haben wir ganz oft nochmal irgendwie eine Anschlussbewegung direkt dann nach oben, die aber nicht unbedingt weiterlaufen muss. Das heißt, von daher würde das schon gut passen. Dass wenn wir hier halt, wenn wir jetzt so jetzt als Beispiel schließen mit der M15, dass wir einmal kurz nach oben, dann halt wieder zurück hier laufen, ein paar Punkte wieder runter. Aber sollte man schon ein bisschen aufpassen trotzdem. Und wir haben ja halt hier durch die Limit Pullback natürlich kann ja erstmal nicht viel passieren. Das heißt, dass der jetzt irgendwie da drüber rennt, wir sofort einen Verlust. Ich sofort in den Verlust, Entschuldigung. Das kann ja halt nicht passieren, weil wir halt erstmal gefüllt werden müssen und das passiert ja ohnehin erst im Rücklauf, wo ich halt hier mindestens einen Punkt brauche. Das heißt, auch da kann ich dann halt entsprechend auch nochmal im 2x2 dann einfach auf den Knopf drücken und reagieren. Ja. Ist ein bisschen überschaubar hier, aber es ist immerhin ganz okay. Also es sind jetzt erstmal nur die ersten 15 Minuten. Das heißt, ihr kann schon noch ein bisschen mehr kommen. Oft ist es ja auch so, dass wir halt irgendwie dann um 9:30 Uhr dann halt irgendwie erstmal die entscheidende Bewegung dann halt kriegen, die dann halt die Richtung dann halt auch irgendwie ansteuert, in die es dann halt weitergeht.
So, mal gucken, ob sich das jetzt bewahrheitet. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal irgendwie noch mal eine kleine Bewegung nach oben bekommen. Wobei es natürlich besser ist, wenn er das direkt macht. Nicht, dass jetzt zu viel nachgeladen wird und wir dann doch eben komplett nach oben durchlaufen. Also ich würde aber auf jeden Fall halt hier die auch schon mal an der Stelle dann halt mal setzen. Die 955 bzw. 956. Ja, ich würde dann schon versuchen, hier oben tatsächlich die dann mit dem R2 dann halt irgendwo zu verbinden, wenn das gelingt. Tja, da stehen wir halt rum am Pivot, ne? Das ist immer so das, was man, glaube ich, ganz gut beobachten kann. Das halt wirklich so Pivotpunkte, die werden gehandelt und er klebt gerne mal dran fest. Das ist so die Hauptbeobachtung, die ich irgendwie Pivots habe, vor allen Dingen im DAO. Da ist es so oft, wenn da halt irgendwo ein Pivotpunkt in der Nähe von der Kassaeröffnung ist, dann bewegt sich da nichts mehr. Dann pendelt das halt irgendwie gerne mal irgendwie stundenlang irgendwie in so einer Range von 20 Punkten da hin und her, bis da mal irgendwo wieder weitergeht. Das heißt, da liegen halt wohl immer irgendwelche Orders. Beziehungsweise werden immer wieder irgendwelche Positionen eingegangen, aber wie gesagt, das ist halt so ein bisschen das Richtungsproblem. Wenn man sie aber natürlich in Verbindung bringen kann mit was anderem und sagt, okay, das passt irgendwie zu dem anderen Ansatz, den ich halt habe, dann kann man das, glaube ich, schon machen. Aber halt so rein Pivot, also ich kenne keine Strategie, vielleicht kennt einer, kann ich mir auch gerne mal irgendwie angucken. Und bin ja natürlich da halt auch offen für Neues, beziehungsweise lerne gerne was dazu. Das ist schon sehr langsam, was sich hier gerade bewegt. Das sollte mal irgendwie so ein Schub kommen. Also was mir jetzt hier nicht gefällt für den Punkt hier, das ist, dass wir halt hier wirklich so einen Reload haben. Ja? Das heißt, wir laufen halt hier runter, setzen auf, hoch und dann holen wir nochmal Luft. Und dann, es kann natürlich sein, dass halt hier dann halt irgendwie eine Eisbergorder oder irgendwas dahinter ist und wir jetzt halt ein Stück weit dann halt auch direkt höher kommen. Ist natürlich viel einfacher zu handeln, wenn zum Beispiel nach so einer Kerze, wenn ich die mal hier ein bisschen größer mache, wenn nach so einer Kerze nicht erstmal eine Gegenbewegung kommt, auch wenn das hier nur ganz wenige Punkte sind, sondern wenn die direkt halt weiterläuft. Und weil das ist dann halt, finde ich, immer viel verlässlicher, wenn man da halt irgendwo dann dagegen halten will. Einfach auch aus einem ganz simplen Ansatz, hatte ich letztens halt auch schon mal gesagt, man muss ja nur mal einen Chart gucken und dann dort halt mal nachsehen, im regulären Handel, wie viele Kerzen findet man dort, die jetzt keinen Docht oder keine Lunte haben. Es ist halt fast keine. Und das heißt, kann man auch einfach dann von der Seite sehen, sagt, okay, da fehlt sowieso halt irgendwie ein Docht und dann kann ich den auch höher abholen und dann bauen wir den Docht anschließend nach. Das heißt, wenn wir unter der Eröffnung sind, dann gehe ich dann halt wieder raus. So, aber das hat er halt hier halt schon gemacht und hält sich halt auch hier sehr stabil auf dem Pivot. Deswegen sage ich Vorsicht hier an der Stelle. Aber irgendwie steht hier alles still, habe ich das Gefühl. Nebenbei mal den DAO auch noch beäugen. Der ist ja gerne dann mal irgendwie Frühindikator. Das heißt, wenn dort ein bisschen Volumen in den Future reinkommt, und dann kann es gut sein, dass halt hier auch entsprechend Bewegung halt da ist, auch wenn es jetzt irgendwie morgens ist und sich vielleicht der eine oder andere fragt, was hat der DAO da mit zu tun? Tatsächlich natürlich mit dem Aktienhandel, mit dem physischen natürlich eigentlich nichts. Aber wir wissen ja alle, es läuft halt selten komplett gegeneinander. Und der DAO läuft tatsächlich morgens auch gerne mal sehr, sehr genau und präzise und halt auch seiner Zeit mal ein bisschen voraus. So, was ist denn nur hier? Steht halt ziemlich still. Also ist hier ganz knapp vor diesem Peak jetzt halt irgendwie gedreht. So, das heißt für mich, das Ding muss weg. Weil knapp davor gebremst, ist sehr oft so,
geht im nächsten Anlauf durch. Und das gilt sowohl für die kleinen Timeframes, aber auch halt für die großen, beziehungsweise für die kleinen Widerstände, als auch für die großen. Und das hier war schon ein bisschen, das ist wirklich ein Tick. Vielmehr war das ja hier nicht. Na ja, gut, doch, zwei, drei Punkte waren es halt schon hier, die da halt fehlen. Und das heißt, wenn er hier nochmal Anlauf nimmt und dann geht es wahrscheinlich relativ schnell ein bisschen höher. Ärgerlich wäre natürlich jetzt nur, wenn es halt hier doch dann durchfällt. Und dann hätten wir hier den R1 gehabt, den ich aber im DAX eigentlich nicht so relevant finde wie im DAO. Also das war ja wirklich halt hier jetzt auf den, tatsächlich auf den Tick im R1. Ja, sieht man ja. Minimales neues Hoch. Aber bringt im DAX tatsächlich selten was. Also ist dann eher im DAO halt der Punkt, der da gern mal gehandelt wird. So, ich schalte mal hier um auf den M5. Und da fragt der Manfred, wie kommen die bunten Short- und Longfelder? Das sind einfach, das ist das X-Frame, das Add-on. Und das heißt, das blendet mir halt eine Zeiteinheit über meine aktuelle. Das heißt, ich bin jetzt hier im M5 und habe hier 12 Balken drüber. Das heißt, ich habe halt hier im Hintergrund, dass ich mir jetzt hier zum Beispiel die Stundenkerzen halt mit darstellen. Ich frage mich nur gerade, ob ich irgendwie hier geistig umnachtet gerade war. Ich habe gerade gesagt, ich habe das Value Profile gar nicht drin. Jetzt ist es doch da. Habe ich da irgendwie, bin ich da gerade blind? Oder habe ich das irgendwie gerade nur übersehen? Weil ich ja meinte irgendwie, ich habe das heute nicht drin, weil wir halt da halt mit den Werten relativ gut übereinliegen mit dem Tick-Profil, was da hier drin ist. So, jetzt kommt hier zumindest mal der zweite Anlauf. Meine Güte, jetzt steht das schon wieder rum hier. Und das passt natürlich halt auch, das sieht man ja gerade ganz schön super damit zusammen. Also hier haben wir nicht nur den R2, wir haben auch das Value Area High von gestern. Das heißt, wir könnten tatsächlich hier die 6,4 sogar ins Auge fassen. Weil das ja wirklich alles hier zusammenkommt. Das heißt also einmal die 9,55 der R2. Dann das Value Area High von gestern. Also das sind halt schon ein paar Argumente, die man hier, glaube ich, zählen kann. Also nur gucken, ob es nicht zu viel ist. Weil kann natürlich dann auch passieren, dass er gar nicht erst hinläuft. Aber gucken wir mal. Ja, also hier, das wäre tatsächlich dann halt hier einmal gebrochener Support an der 955 plus den R2 plus das Value Area High von gestern. Das sind für meine Begriffe auf jeden Fall erstmal Argumente genug, um da halt mal irgendwie in den Markt an der Stelle einzusteigen, wenn er es denn macht. Und wenn er dann trotzdem drüber läuft, meine Güte. Aber dass das dann halt irgendwie großartig dann halt noch was nach sich zieht, da steht, ob, oder beziehungsweise ob das so ist, steht natürlich dann nochmal auf dem anderen Blatt. Ne, weil klar, also das ist natürlich ein Punkt, den sehen halt logischerweise auch andere. Und ja, also erstmal halt nicht nur, weil es halt vorher ein Support war, sondern weil halt hier eben auch gehandelt wurde. Das heißt, da kann halt, da sollte dann halt schon ein bisschen was zumindest passieren an der Stelle. Und das ist natürlich dann halt auch ganz klar immer in Anführungszeichen Gefahr, dass es dann halt irgendwie erstmal nicht aufgeht. Das heißt aber auch nicht, dass man mir zum Beispiel halt hier so eine Position halt hinsetzt. Und mal angenommen, die wird dann halt ausgestoppt und dass man sich dann heulend in eine Ecke stellt und dann drüber jammert, so mein Trade ist nicht aufgegangen. Man kann ja auch einfach dranbleiben und gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Und ob das nur halt ein Fail war oder halt auch nicht, ne? Weil wie oft, also für mich zum Beispiel wäre halt ausschlaggebend, wenn wir jetzt halt hier bei Stundenchart mal angenommen, der zimmert uns jetzt hier wirklich so eine Kerze hin, die bis da oben hinläuft, ja, bis zur 12, 22, die ich ja vorhin auch noch thematisiert habe. Da war ja halt im H4 entsprechend der Punkt. Das kann ja sein, ja. Und kann auch genauso gut sein, dass wir wirklich bis hier oben hinlaufen und dann aber entsprechend hier nochmal schließen. Dann haben wir hier einen riesenlangen Docht an der Stelle drin. Und das heißt für mich dann nochmal, da gehe ich halt spätestens bei der 988 dann halt nochmal rein, weil entscheidend, um das hier wegzubügeln, wäre natürlich entsprechend auch, dass wir einen Stundenschluss hier drüber haben. Und das will ich erstmal sehen, dass wir hier wirklich um 10 Uhr hier mit einer Stundenkerze stehen, die da oben drüber schließt. Da glaube ich nicht dran. Dann würde ich dann halt eher dann irgendwie warten, bis wir nochmal, mal angenommen, wie gesagt, wir kriegen eine Bewegung bis hier oben hin. Möglich ist es ja, es sind ja nur irgendwie 80 Punkte. Also für den DAX zwar viel, aber der kann das, wenn er das will. Und dann halt einfach nach der Stunde abwarten und dann halt nochmal ein bisschen Bewegung in die Richtung von dem Docht abwarten und dann halt nochmal rein. Also das tut dir dann nicht weh. Das heißt, ich habe ja dann halt einfach nur nochmal eine zweite Chance. Bin dann hier unten mit 10, 15 Punkten oder wie viel auch immer. Dann zwar aus dem Markt erstmal raus, aber dafür halt dann an der Stelle dann halt höher nochmal rein. Und so versuche ich das halt immer. Deswegen sind für mich Schlusskurse halt immer ganz wichtig. Das heißt, es wurde dann zwar darüber gehandelt, über so einen Punkt, ja, aber der Markt konnte sich ja dann halt nicht halten an der Stelle. Und das ist das, was ja Schlusskurse und entsprechend Dochte und so weiter und Lunden in Kerzen ja halt auch aussagen. Nicht mehr und nicht weniger. So. Ach, was haben wir wieder? Eine schöne Vola hier. Steht hier wunderbar auf der Stelle. Kann ja mal irgendwie hier den Daumen mal irgendwie noch parallel gerade mal kurz angucken. Ich muss hier nur mal gerade auf dem anderen Bildschirm ein paar Fenster hier umsortieren, nicht, dass mir da was wegrennt, damit ich das auch mitbekomme. Also im DAO, ich hatte halt auch geschrieben, was halt auffällig war, ist halt, es sind zwei Sachen. Gestern einmal hier die 318, zeige ich gleich noch mal ein bisschen genauer. Also 25.318, auch in Orange, heißt bei mir immer, ist ein Umsatzpunkt. Und wo in der Vergangenheit viel gehandelt wurde, das war auch gestern so, dann ist dann halt irgendwann zu späterer Stunde ist dort der EMA 200 M1 rübergelaufen und ist permanent von dort irgendwie, da ging es schon relativ im Minuten- oder im 5-Minuten-Takt 100 Punkte rauf und runter. Auch wenn man das hier jetzt nicht mehr so sieht, war aber so. Und immer irgendwo angefangen, immer an der 318, das war halt schon auffällig. Das heißt, wir hatten da halt gestern auch nochmal relativ viel Alarm an der Stelle. Und das ist aufgefallen und was aber auch aufgefallen ist, hier unten im Tageschart, der EMA 200. Und dass er von dort, also von der 318, kaum, dass die zurückgekauft war, gekauft wurde. Ist ein bisschen klein hier, ne? Das heißt, hier unten haben wir irgendwie Stundenkerze dann halt hier knapp drüber geschlossen, dann einmal mit Anlauf, bam, dann halt hier 150 Punkte oder wie viel das waren, dann halt hoch, dann irgendwie an den EMA und dann halt hier wieder runter. Das heißt, da haben wir halt auch schon eine entsprechende Reaktion dann gehabt und was ich halt meinte, ist, es kann sein oder könnte sogar sein, dass es deswegen direkt runtergeht. Ist aber jetzt nicht passiert. Das heißt, wir kleben jetzt hier nochmal an dem EMA halt hier an der Stelle fest. Und wie gesagt, also allein für mich hat so ein Punkt hat für mich jetzt allein irgendwie nicht eine Bedeutung. Ist ähnlich wie mit Pivots, wird gehandelt, ist aber halt trotzdem auch schon irgendwo eine Orientierung. Nur im Daytrading halt, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer, irgendwo halt auch einzufangen, sondern eher dann halt für die große Richtung. Das heißt, wenn wir jetzt halt hier so in einem Tageschart dann als Beispiel dann halt irgendwo sehen, dass halt, was weiß ich, wenn wir jetzt hier nochmal eine Bewegung aufwärts kriegen und dann halt heute Abend hier unten schließen, dann sieht man, oh, alles klar, ist am EMA da halt an der Stelle gescheitert. Ja, aber halt, das funktioniert nicht wirklich punktgenau. Und also zumindest nicht im Daytrading. Und von daher ein bisschen schwierig, aber halt zur Orientierung sieht man halt schon, was da halt mit zusammenkommt an der Stelle. Und ist natürlich halt auch hier der Support, beziehungsweise das Tief vom Montag, wo er dann, nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Sondern hier, ne, Unsinn.
Einfach vergessen, was ich gerade gesagt habe. Ist es nicht. Sondern einfach war halt hier nur diese Bewegung, diese letzte hier, die wir nochmal hatten, wo es dann halt runterging. Und bei mir halt eine Linie im Chart, die aber irgendwie auch schon lange da drin ist, die 409 bzw. 408. Und da halt punktgenau halt irgendwie auch immer wieder dran gedreht. So, und der hat natürlich so ein bisschen das Ähnliche. Bei dem ist es ein bisschen schwieriger, finde ich, jetzt aktuell. Also generell, auch wenn hier, das sind die Linien, die jetzt von dem letzten NFP-Webinar beziehungsweise mit dem Blog noch drin sind. Ich sehe zwar hier, dass das halt alles sehr, sehr genau reagiert, aber hier unten, das wird halt einfach, das ist mir zu eng, einfach was ich da halt an Linien habe. Das ist halt irgendwie gerade noch ein Abstand von irgendwie 50 Punkten hier noch nicht mal, irgendwie sind es noch 25 Punkte. Zum Scalpen wird es sicherlich funktionieren, aber halt jetzt, um da halt eine Richtung irgendwie großartig einzuschätzen, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und das heißt, was mir jetzt halt einfach nach meinem Handelsansatz fehlt, ist hier ein Anlauf von der 5, 7, 8. So, aber ob das jetzt kommt, das steht auf dem anderen Blatt. Ja, weil wir da halt auch, hier sieht man es ja, ist da halt irgendwie am Freitag war das, da irgendwie einmal kurz dran abgeprallt, durchgekauft. Das heißt, halt schon ein Punkt, der gehandelt wurde und hier wieder durchgekauft. Und das wäre dann halt einfach nur nach meinem Ansatz, wäre es dann jetzt eben so, dass halt wir haben hier einen Bruch entsprechend von dem Punkt und der eben nicht rückbestätigt ist. Das heißt, das wäre so das Maximum halt irgendwie, was es dann nochmal hochgehen könnte. Und um dann halt auch nochmal runter zu fallen, beziehungsweise dann halt hier nochmal die Reise nach unten weiter anzutreten. Weil hier geradeaus hoch, auch wenn es gestern mal kurz danach aussah, hier ab der Stelle, da dachte man ja, okay, jetzt geht es schon wieder los. Wie irgendwie am Donnerstag und Freitag, wo der Dow dann mal halt eben 500 Punkte dann halt nach Norden geprescht ist. War aber halt dann tatsächlich nicht. Und sondern halt einfach nur hier unten dann wirklich auf der Stelle gedreht und lag vielleicht ein bisschen dann auch an dem EMA 200, dass das halt entsprechend nicht funktioniert hat. Ich weiß es nicht. Ne? Also deswegen, ich finde es halt immer ganz schwer nachvollziehbar mit den EMAs und da halt irgendwo eine Handelsstrategie anzusetzen. Das heißt, der zum Scalpen, ja, bei 432, bei 458 und 578, hier haben wir wenigstens mal ein bisschen Strecke dazwischen, da halt Short dagegen halten, da bin ich dabei, wäre ich dafür. Und aber hier unten in dem Feld, Katastrophe. Leider. Ich hatte den vorhin tatsächlich heute, beziehungsweise vor dem Webinar, auch hier schon Short gestartet, ist aber dann halt irgendwie 30 Punkte runter, also 35 Punkte ins Plus gelaufen und dann halt nochmal irgendwie hoch. Und ich dachte, komm, das bringt irgendwie auch nichts an der Stelle. Bei einem H4, wenn man sich dann dort nämlich mal anguckt, sieht schon wieder ganz anders aus. Das heißt, hier haben wir halt, sieht man deutlich, in der 4-Stunden-Bewegung kein tieferes Tief, entsprechend halt Motivation auch hier nochmal. Nochmal Käufer, die halt kommen und wir schweben hier in dem letzten Außenstab nach unten. Und das heißt, der hätte jetzt natürlich schon Lust, das hier über der 458 dann entsprechend auch zu schließen und dann halt den nächsten anzugehen. Und dann sind wir halt direkt wieder hier oben. Wenn man den Peak jetzt als Beispiel hier mal nimmt, dann stehen wir schon wieder bei 627. Das heißt, also hier shorten, glaube ich, sehr, sehr schwer. Das wird eher nicht funktionieren. Und im Tageschart, da sieht man ein bisschen deutlicher eigentlich, was da halt los ist. Kann ich ja auch mal zeigen hier an der Stelle. Also erstmal haben wir halt hier wirklich den EMA. So, aber was halt hier auffällt, ist das da natürlich. Das heißt, das war halt für einen Ansatz und für einen Kaufansatz war das hier natürlich schon gut. Und es war halt auch übrigens das Gleiche am Donnerstag, wo ich ja halt auch irgendwo in der Gruppe irgendwo die ganze Long-Bewegung da halt ja auch kommentieren konnte und erklären konnte. Das heißt, hier das gleiche in Grün. Das war halt hier ein Cluster, ja, ein Long-Cluster, ein Kauf-Cluster, wo der hochgelaufen ist, war einfach nur der erste Retest. Das war eigentlich super einfach zu handeln. Man musste wirklich einfach nur da unten Long gehen, irgendwie eine schräge Kerze abwarten und dann halt Feuer. Und das Ding hat ziemlich gerade ausgelaufen. So, und am Freitag, das war halt so ein bisschen Schweinerei, einfach an der Stelle ein neues Tief und nochmal irgendwie ein neues Hoch, okay. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt hier waren halt Käufer, die letzten Käufer, die letzten größeren Käufer waren halt hier aktiv und haben den Markt nochmal über 1000 Punkte nach oben getragen. Und von daher war das natürlich eine Kaufzone. So, und hier haben wir eigentlich das Gleiche in Grün. Das heißt, da sieht man es ja halt auch. Hier wurde gekauft einfach. Und deswegen
haben wir hier auch Reaktionen und wir haben, was wir halt hier noch nicht haben, es hat diesen Punkt entsprechend unterschritten. Da liegen wir bei 213. Ich weiß nicht, ob das jetzt so genau stimmt, aber auf den Punkt. Und das sollte man halt im Auge behalten einfach. Das heißt, hier wäre jetzt eine einfache, plausible Bewegung wäre halt die, dass wir halt hier heute tatsächlich da oben hinlaufen, an die 510 als Beispiel nochmal, also wenn es ganz akkurat und sauber laufen würde, hier an die letzten Supports, an die 510 da hoch und dass wir dann halt hier unten nochmal die 213 versuchen und möglicherweise dann entsprechend halt auch runterbrechen. Weil was man natürlich ganz klar bewerten muss, ist halt mal rein markttechnisch betrachtet, dass wir halt hier, das war ja eigentlich der letzte Support, wo es hochging, beziehungsweise die letzte Welle an der Stelle, die ist durch, die ist gebrochen worden. Das heißt, wir haben hier natürlich schon halt eine Short, also keinen Short-Markt oder vielleicht einen Short-Intraday-Markt, aber keinen Short-Trend. Was wir halt hier getriggert haben, ist auf jeden Fall natürlich erstmal eine Short-Bewegung, die aber zum Trend werden könnte. Und das ist natürlich so das erste Indiz, dass wir es halt hier gebrochen haben, jetzt hier dabei sind, beziehungsweise hier den nächsten Support auch gebrochen haben und eigentlich hier unten an der letzten Bastion hängen. Und das heißt, von daher ist die Chance jetzt nicht so gering, dass wir halt entsprechend hier einfach nur nochmal ein Stück weit einen Rücklauf dann halt haben. Wie gesagt, dann halt 510, weil das halt hier entsprechend auch der erste Versuch war, das halt zurückzukaufen, was nicht gelungen ist über den ersten Bruch hier an der Stelle. So, und das heißt, wir kommen jetzt mit dem zweiten. Und wenn das dann halt wieder nicht hält und wir hier eine Reaktion kriegen, dann glaube ich, braucht man sich von dem EMA 200 nicht beeindrucken zu lassen, sondern dann ist die Chance schon sehr hoch. Also, dass wir es testen hier unten, höchstwahrscheinlich. Und die Chance aber dann auch hoch, dass wir einfach nach unten wirklich dann durchfallen und dann halt hier einfach zum nächsten laufen. Und der wäre dann halt hier. Ja, das wäre dann halt irgendwie die 800. 76, einfach gleicher Ansatz. Hier wurde gekauft. Hier aber allerdings, die hat deutlich höhere Chancen, auch wenn die nicht gehalten werden muss. Aber weil wir halt hier natürlich auch einen Widerstand hatten, der gebrochen wurde und entsprechend halt hier eine Paritätsumkehrzone. Das heißt, da wäre dann halt erstmal wahrscheinlich Feierabend mit Short oder beziehungsweise, wenn er das wirklich machen sollte heute. Weiß es nicht. Also wie gesagt, die Chance ist da und ist auch sicherlich groß. Darf man sich das, glaube ich, mal ein bisschen genauer angucken. Also diese Bereiche. Das heißt, der hier eigentlich ganz klar rot, falls er das überhaupt packt. Und der hier unten tendenziell dann eher grün. Also die Bewegung, zack. Kann man wahrscheinlich dann auch irgendwie noch mit Fibos oder sowas dann halt auch abgleichen. Muss man sich dann einfach mal bisschen genauer dann halt irgendwo angucken. So, DAX bewegt sich in Richtung 955. Also das hat soweit gestimmt, wo ich vorhin meinte, ne? Kurz davor gebremst, heißt den nächsten Anlauf meistens durch. Macht er auch hier gerade. Das war halt nicht wirklich sinnvoll. An der Stelle irgendwo Short dagegen zu halten. Dann warten wir jetzt hier lieber mal ein paar Minuten noch ab, was denn da noch passiert. Im Future ist der Punkt unten unterschritten worden, sagt der Waldemar im DAU. Ja, kann natürlich sein, ist aber die Frage, wie viel bedeutet es, ne? Weil wir haben ja halt schon eine ordentliche Gegenbewegung. Und die Frage ist dann auch, wann ist er unterschritten worden? Weil es war ja gestern eigentlich im Kassehandel, ne? Und das heißt, also wo der DAU dort unten gewesen ist, ich gehe mal nochmal kurz dahin. Das heißt also hier, ne, die Bewegung, das war ja gestern zur Kassazeit. Da ist dann halt immer so ein bisschen die Frage, so wer dominiert den Markt? Und zur Kassazeit ist natürlich ganz klar der Kassamarkt. Und wenn im Kassa, was wir hier halt haben, wir haben ja keine 1 zu 1 Future-Abbildung, sondern wir haben ja halt hier letzten Endes den Kassamarkt, beziehungsweise halt zumindest mal fließt er halt hier mit rein. Wir haben ja hier den
den DAO und nicht den YM. Und das heißt, wir haben da natürlich immer so ein bisschen Abweichung dazwischen. Und das heißt, der Kassamarkt hat ihn auch letzten Endes dann an der Stelle nochmal gekauft. Und zwar recht ordentlich. Nämlich immerhin mit 250 Punkten hat hier nochmal hoch. Das heißt, das war halt, selbst wenn es ein neues Tief war, also darum ging es gerade hier. Und, ja. Also ich habe es nicht kontrolliert, ich müsste es wirklich kontrollieren. Aber wenn es jetzt halt hier ein neues Tief war, da gegenüber, ist aber auf jeden Fall halt hier gekauft worden. Dann war es aus Sicht von Kassa erstmal erstmal halt ein kleiner Fehlausbruch. Ja, klar, ich meine, darf man sowieso, ne? Ich meine, minimal, das hat keine Aussagekraft. Was man aber halt sehen kann immer wieder ist, wenn zum Beispiel halt so ein Tief irgendwo attackiert wird und es gibt kein Folgetief. Das ist dann halt viel interessanter. Hier geht es nicht um, bei der zeitlichen Distanz, die wir hier haben, geht es sicherlich nicht um irgendwie 5 oder 10 Punkte. Aber was halt interessant ist, das kann man sich halt immer wieder ganz genau angucken. Das funktioniert echt oft gut, wenn so ein Doppeltest da ist. Eine DAO ist da halt echt sehr, sehr oft sehr sauber. Und wenn dann kein neues Tief kommt, so wie hier, so also minimal halt irgendwie höher, und dann wird das halt sehr, sehr oft recht ordentlich mit nach oben beantwortet. Sieht man hier auch wieder, kommt direkt wieder Motivation, weil das heißt, da unten war keiner bereit, irgendwie da noch mal für den Kurs zu verkaufen. Also geht es dann hoch und wir suchen uns den besseren Punkt aus und dann eben eine Stelle höher. Das heißt, das ist halt wirklich immer sehr, sehr gut zu sehen und auch sehr, sehr gut zu handeln, finde ich. Gerade im DAO. Short funktioniert es nicht so gut übrigens. Also das heißt, wenn kein neues hochkommt, heißt es meistens nicht so viel, wie wenn irgendwie kein neues Tief kommt. Aber wie gesagt, eben auch geschuldet dem, was ich halt vorhin auch irgendwie noch meinte, so was die Psychologie, die da halt irgendwo auch dahinter steckt. Genau, danke, Waldemar. Dann fragt der Philipp, ist der X-Frame standardmäßig dabei? Ja, der ist tatsächlich standardmäßig dabei, beziehungsweise den kann man einfach zusätzlich installieren über den Installation Manager und dann halt auch verwenden. So, also ein bisschen was fehlt hier noch. Da bin ich immer gespannt. So, der DAO klemmt aber auch echt unverändert an der 408. Meine Güte. Da kommt irgendwie auch nicht so wirklich was nach. Den meinte ich nicht. Du hast nicht gemeint, sondern du. Ist natürlich schon ein Brett hier, ne? So, dann als nächstes die 432. Ja, das wäre die Eröffnung von gestern. Der R2. Ich glaube, das könnte ganz gut hier auch mit dem DAX zusammengehen. Das wäre halt, wie gesagt, zum Scalpen habe ich ja vorhin auch gemeint, wahrscheinlich irgendwie kein Fehler, die Punkte da halt zu handeln. So, da kommt er. Vielleicht. So, 952. Bisschen Gegenbewegung halt erstmal. Ja, aber das dann halt entsprechend, finde ich halt auch immer wichtig. Bewahrheitet sich ja auch gerade so ein bisschen, wenn ich halt sage, so irgendwie nur weil ein Pivot ist, irgendwie muss man den nicht unbedingt jetzt irgendwie handeln und der Meinung sein, das ist jetzt irgendwie ein guter Punkt. Ich finde halt immer, es ist viel, viel besser, wenn man sich orientiert irgendwie an dem, was schon gehandelt wurde. Weil da weiß man ja halt auch, da war ja halt, da war ja auch jemand aktiv. Und dann hat man eine wesentlich höhere Gewissheit, dass halt hier auch nochmal entsprechend ein bisschen was passiert und das dazwischen ist dann halt Rauschen, Nirvana, aber nicht wirklich interessant. Und ich glaube, das wird es halt tatsächlich erst ein Stück höher. Sage ich halt auch immer, es ist auch nicht ganz unwichtig zu wissen, was man besser nicht tut. Weil es bringt dann halt nichts. Dann hängt man in so einer Position da drin. Und also wenn man jetzt halt irgendwie nicht einen engen Stop hat und guckt dann irgendwie,
die meiste Zeit zu, wie dann der eigene Break-Even angelaufen wird, permanent. Und der immer wieder am eigenen Break-Even dann halt dreht und sich fragt, ob der Markt einen eigentlich auf gut Deutsch gesagt verarschen will. Ob halt irgendwie der Markt da halt auf einen persönlich abgesehen hat. Den kennt, glaube ich, jeder, oder? Irgendwie mal eine Position aufgemacht und danach hängt es nur noch am eigenen Break-Even. Und man fragt sich, was soll das? So, alle eingeschlafen oder ist noch jemand da? Also da sind noch ganz viele. Das ist natürlich, freut mich, auch wenn ich halt hier tatsächlich momentan jetzt erstmal wenig machen kann. Aber ist natürlich jetzt nicht so spannend. Warum sieht dein H4-Chart anders aus als meiner, wo wir beide bei FX Flat sind? Das ist echt eine gute Frage, ne? Fragt der Johann. Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, also Wolle, weißt du was darüber? Ist der Wolfgang überhaupt noch da? Ja, sicher ist der da. Na, dazu müsste ich die Oberfläche von dem Johann mal sehen. Dann könnte ich ihm mit Sicherheit helfen. Also das so pauschal zu sagen, kann ich nicht. Also Weil. normalerweise müssten beide das gleiche Bild haben. Ja, ne? Auf jeden Eigentlich ja Fall. schon. Also ich bin immer sehr froh darüber, dass mein H4-Chart so aussieht, wie er aussieht. Aber man kann es ja nicht wirklich umstellen, ne? Daher Wäre wundert mich das. Bitte? mir auch neu. Deswegen, der Johann soll sich bei uns melden und dann gucken wir, dass wir das anpassen. Ja, weil das ist halt so, ich habe das letztens hatten das auch in der Gruppe ja halt diskutiert. Und also, wo dann auch einige meinten, so sieht bei mir anders aus. Also kann es halt nicht nachvollziehen. Ne? Also ist ja definitiv hier FX Flat. Also nicht da oben FX Flat reingeschrieben und handle hier woanders. Nein, nein. Beides MetaTrader, beides FX Flat, beides Stereo Trader. Versionen stimmen wahrscheinlich überein. Insofern gibt es keinen Grund, warum die Darstellung sich unterscheiden sollte. Nee, weil die ist ja halt hier tatsächlich immer auf, also im DAX H4, auf die Future-Zeiten, auf die alten Future-Zeiten eigentlich ganz gut gemappt. Das heißt, wir haben 8 Uhr, 12 Uhr, 16 Uhr, 20 Uhr und Kerzen. Und von daher, also finde ich natürlich echt dann halt auch am wichtigsten. Und das ist ja halt, aber hier und da auch schon mal anders und dann macht es das Ganze schon mal ein bisschen schwieriger, da halt irgendwo ein vernünftiges Bild irgendwo ableiten zu können, weil das halt nun mal einfach die Zeiten halt sind oder die alten Zeiten. Um 8 Uhr war halt einfach der Start vom Future, also kam das erste Volumen. 12 Uhr ist halt Mittagszeit, das heißt, da haben wir halt oft irgendwo Positionsauflösungen und um 16 Uhr wird halt die Eröffnung von den Amis abgeschlossen. Also wesentlich plausibler finde ich, wie wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie eine 9 bis 13 Uhr oder 13 bis 17 Uhr Kerze oder sowas halt hat. Und wie gesagt, ist ohnehin das Einzige, was es ja früher halt auch im Future ja auch gab. Also die 8, 12, 16 Darstellung. Daher. So. Was für eine Einschätzung habe ich zu Gold? Fragt der Stefan. Zu Gold habe ich die Einschätzung, dass es mir tierisch auf den Keks geht, ehrlich gesagt, momentan. Weil es hat irgendwie, also es hat ja tatsächlich dann, glaube ich, beim letzten Mal, wo bei den NFPs hatte ich ja auch was dazu gesagt. Und da hat es ja tatsächlich nicht gestimmt, wie ich das eingeschätzt habe, was ja wirklich selten vorgekommen ist mit den NFPs. Weil meistens hat es echt immer genau gestimmt, aber letztes Mal irgendwie halt nicht. Und hat halt irgendwie da unten kam halt nichts mehr nach bei Gold. Ich habe jetzt Gold hier nur nicht auf. Und da hätte halt einfach mehr nachkommen müssen. Also die 1269, ich weiß es ja ungefähr auswendig, die habe ich halt gesehen, ja. Also beziehungsweise da wollte ich auch generell hin. Und habe auch gesagt, dort werden wir auch wahrscheinlich Gegenreaktionen bekommen. Aber dass die jetzt natürlich so ausartet, dass wir da halt permanent nur noch auf der Stelle treten.
Das ist halt echt so ein Ding, wo ich sage, ey, das braucht einfach kein Mensch. Also stand der wirklich tagelang jetzt nur rum. Jetzt haben wir heute schon wieder irgendwie im Gold die 1300 angelaufen. Das habe ich zwar auch noch irgendwo, habe ich mir so halt selber noch irgendwie ausgerechnet, dass das halt passt im schlimmsten Fall. Aber so irgendwann ist einfach mal gut, ne? Also es kommt halt einfach keine Strecke zusammen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Gerade. Der Bernd grinst, wenn ich über Gold rede. Bernd, ich sag dir, das wird schon noch aufgehen. Aber Gold nervt halt leider auch gerne mal und irgendwie kommt nicht aus dem Quark und das auch gern schon mal wochenlang. Also, ich werde mir schon noch das Gold zulegen, aber erst ab 1240, hier oben nicht. Das ist für mich eher Short. Nein, Quatsch. Also, was heißt eher Short? Ne? Ich hab es ja erklärt, ich will das jetzt hier nicht einfach reinstreuen und dann, um da irgendwas Falsches zu suggerieren. Ich meine, es passt schon noch alles, aber halt diese sinnlosen Gegenbewegungen auf der Stelle, das ist halt einfach anstrengend. Und da warte ich einfach darauf, dass auch mal jemand die Nerven verliert und das Ding mal eine Runde nach unten schiebt, damit man es halt wirklich mal vernünftig einkaufen kann. Und nicht hier um die 12, 8, 5, 1, 3, 0, 0. Das ist halt Katastrophe. So, meine Güte. Das Anlaufen von Unterstützung, Widerständen M1, M5 auswerten, sagt der Detlef. Da fehlen mir halt irgendwie so ein paar Satzelemente, um das als ganzen Satz wahrzunehmen und auch entsprechend drauf eingehen zu können. Ach, guck mal, hier. Wolle, hast du gesehen, Wolfgang? Ja, 9:46 Uhr. Du hast ein sehr, sehr nettes Kompliment bekommen. Ja, vielen Dank an die Teilnehmerin. Ich habe darauf gewartet, dass du das ansprichst. Ja, natürlich. Ja, Ich frage mich vielen schon die ganze Zeit, ob ich dich damit aufziehen soll, aber das lasse ich jetzt mal. Ich gönne dir das halt einfach. Ist doch schön. Ist doch ein schönes Kompliment. Ja, danke schön. Ich bin ja auch ein Netter. Wenn das jetzt der Thorsten gewesen wäre, der hätte jetzt halt hier, was der Geier, was da drum gemacht. Nein, gönne ich dir, ist doch schön. Das heißt aber auf der anderen Seite halt auch, ne, wenn das Kompliment ja dann für mich ist, dann ist es ja für mich eigentlich ein Gegenkompliment. Ne? Steht ja explizit dabei am Anfang. Weil danach die war halt nicht mehr so geil. Okay. Ja. So. Ja, Leute, tut mir leid, weil der ein oder andere sagt natürlich halt auch irgendwie so, muss weiter, kann ich verstehen. Was soll ich machen? Ich kann es ja nicht ändern, ich kann es ja nicht irgendwie hier beschleunigen, den Kurs dann nach oben. Und wenn das halt jetzt halt nun mal mein Einstiegspunkt ist, wo ich sage, da will ich rein, dann will ich natürlich auch da rein und nicht irgendwie jetzt hier auf Biegen und Brechen dann halt irgendwie ein paar Punkte tiefer, nur um dann halt irgendwie im Markt drin zu sein. Ach so, du meinst auf der M1-Ebene. Ja, klar, natürlich. Also klar, ich habe natürlich auch den M1 auf dem Schirm. Nur ich glaube nicht, dass es bei der Vola großartig Sinn macht. Also ich gehe dann zum M1, wenn die Vola hoch ist. Weil dann hat man tatsächlich dort auch irgendwo schon mal ein bisschen Relevanz, die man halt erkennen kann. Aber jetzt halt hier im M1, das ist halt irgendwie, das sind mir die Kerzen einfach zu kurz dafür. Also ich meine, ich sehe das ja auch so an den Bewegungen halt, auch im M5, was da halt los ist. Aber das ist mir zu wenig von der Wohle. Also im DAO macht es dann halt teilweise schon mehr Sinn, weil der natürlich auch schon mal Minutenkerzen hat, die 50 Punkte lang sind. Ne? Oder halt sehr oft zumindest dann doch irgendwie 20 Punkte. Aber das ist hier halt irgendwie, das hat mir echt zu wenig jetzt gerade. Aber generell klar, für Skypen M1 logisch. Keine Frage. So, und der Bernd meint, Gold geht für immer long. Ja. Ab 1240 reden wir weiter. Vorher rede ich mit dir nicht mehr. Okay, meine Güte, es kann doch nicht sein. Hätte man das gewusst, wie immer der 902.
Aber dem Braten habe ich nicht getraut. Das war mir zu knapp hier an der Stelle, weil das halt das schon ein bisschen schräg. Hier Point of Pock in der Nähe, dann halt hier irgendwie Kasserschluss in der Nähe. Wo waren wir da hier, ne? Sogar halt hier ganz, ganz merkwürdig über dem EMA 100 so ein paar Punkte drüber gescheitert. Gut, Vivo hat jetzt nicht unbedingt viel zu sagen um 9 Uhr. Aber okay. Erstmal ganz gut, dass ich das halt so weit eingeschätzt habe, aber ich kann es ja nicht erzwingen jetzt. So, aber von der Struktur sieht man auch jetzt im M5. Ja, also hier Support, Zwischenhoch, Support, neues Hoch, kein tieferes Tief, neues Hoch. Oh, und so kann das halt jetzt dann natürlich gerne weitergehen. Und deswegen warte ich da jetzt auch erstmal. Also, weil hier, genau, war ja vorhin die Frage, also bevor ich mich jetzt wieder verzettle, warum nicht 955 warten? Kann natürlich sein, dass das jetzt war, ne? Weil wir haben halt hier eigentlich die Eröffnung nur von dieser Abwärtsbewegung von gestern halt hier getestet. Und das müsste eigentlich die US-Eröffnung gewesen sein. Mir ist halt hier jetzt eigentlich nicht passiert. Das heißt, der muss die 955 jetzt nicht machen, ne? Das habe ich jetzt natürlich in dem ganzen Geschwafel hier von mir glatt natürlich wieder übersehen. Naja, okay. Jetzt habe ich ja vorhin explizit noch dazu gesagt. Ne? Es wäre natürlich hier Premium, aber auch das habe ich gesagt, dass er erst gar nicht, dass er möglicherweise auch erst gar nicht da oben hinläuft, weil da so viel zusammenkommt. Kann auch sein, dass es auslässt. Also ich sehe jetzt zwar hier nicht den Future, aber gut denkbar, dass halt hier oben dann halt auch einfach viel zu viele Orders halt liegen, die sowieso keiner bedienen kann. Und wo soll er denn da hinlaufen dann auch? Das heißt, wenn man das jetzt halt hier umgekehrt machen will, wäre dann wahrscheinlich der bessere Ansatz, sich hier abzuwarten, bis halt hier die Struktur halt dann an der Stelle halt bricht. Das heißt, bis wir halt hier neue Tiefs bekommen, zum Beispiel also hier an den Point of Control laufen, womit dann halt hier dieser Support an der Stelle erstmal durchfährt, dort einen neuen Rücklauf und dann halt hier oben tatsächlich früher reingehen. Könnte man versuchen. Ja, also das heißt also eine Bewegung von da nach da, von da nach da und dann von hier zurück. Das wäre halt natürlich denkbar. Was sagt eine Dauer? Hat der sich bewegt? Auch nicht, nein. So, wir warten mal die Stunde ab. Wenn dann halt jetzt nichts passiert, dann war das halt irgendwie ein rein theoretisches Webinar. So, wenn noch irgendwie jemand Fragen hat oder so, also. Sehr gerne. Bin bei 945 Short gegangen. 954. Ja, das ist doch schön. Der Detlef. Also finde ich gut, ne? Also überhaupt nicht ironisch gemeint, ganz im Gegenteil, ne? Sondern absolut richtig. Das ist ja eigentlich, ich habe vorhin eigentlich nichts anderes gesagt. Aber mir geht es manchmal echt so, ich weiß nicht, ob das an zu wenig Kaffee liegt. Ich erkläre mal vorher groß noch die Sachen und nachher verpenne ich sie dann selber. Ich habe das ja vorhin wirklich ganz, ganz zu Beginn schon erklärt, wo ich ja gefragt wurde, warum nicht auf 955 warten. Ich genau erklärt, warum die gar nicht kommen muss. So, und der Detlef macht alles richtig. Und geht dann einen Punkt früher rein. Alles richtig gemacht. Glückwunsch. Ich habe es verschlafen. Okay. Weil es sind immerhin halt, ich meine, ob das jetzt halt hier bricht, weiß man nicht. Aber wenn, hat man halt höchstwahrscheinlich das Tageshoch erwischt. Ne? Kann sich dann halt irgendwie den Rest auf den Tag, der Rest und Tag möglicherweise, wenn man erstmal hier unten anfangen hat, hier das Gap zuzumachen von gestern, kann man sich die Füße hochlegen. Und ansonsten sich einen schönen Tag in der Sonne machen. Gut möglich. So, hier haben wir das jetzt halt durch.
959, das heißt ganz klein an der Stelle. Aber wir warten jetzt mal noch ab, was jetzt hier passiert mit der nächsten Stunde. Wir schließen hier jetzt noch mal unter der 38. Jetzt kann man nicht direkt durchfallen. Macht aber so, wie es aussieht. Ich bin ja hier gerade geneigt, auf den Knopf zu drücken. Naja, zu lange überlegt. Also hier jetzt nochmal der Pivot. Dow steht auch noch auf der Stelle. Nee, ich glaube, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, es gefällt mir noch nicht wirklich. Also was mir jetzt hier, das ist genau der gleiche Ansatz wie vorhin, nicht gefällt, ist, dass wir halt hier direkt runterkommen. Und jetzt hier erst nochmal unten nachgeladen wird. Das heißt, höchstwahrscheinlich schieben wir jetzt halt nochmal irgendwie ein Stück weit da oben hin und treten möglicherweise erstmal auf der Stelle mal noch eine Stunde. Und weil wir hier jetzt natürlich den Support von eben haben, wir schweben natürlich immer noch über der Eröffnung. Wir sind wieder am Pivot und hier oben fehlt in der Stundenkerze schlicht und ergreifend der Docht. Also von daher glaube ich, macht, was, der hat Stock Opening von oben noch nicht bestätigt. Warum sollte er das tun, wäre eher meine Frage. Mit der kurzen Distanz wäre ich da sehr vorsichtig an der Stelle mit irgendwie der Bestätigung. Besser lässt er das eigentlich. Also für Short sowieso, weil das ist halt irgendwie, das ist viel zu kurz hier alles, die ganze Strecke. Also um da jetzt halt irgendwie großartig auch Support zu erwarten, weil es kann wirklich sein, dass jetzt hier tatsächlich durchfällt, dorthin oder her. Weil wir jetzt hier irgendwie die Supports ja an der Stelle nacheinander halt brechen. Also. Und für Short ist es insofern schlecht, dass wenn er jetzt nämlich halt hier, wenn er den nämlich jetzt auslässt und jetzt hier erstmal wieder von unten auftankt, dann kann es da oben halt auch wieder eng werden. Also Timing verpennt. Mit der 954 beziehungsweise knapp davor halt short zu gehen. Leider verschlafen, aber so ist es halt, ne? So, das gibt dann ein paar Strafpunkte heute für mich, die aber dann halt zumindest nichts gekostet haben. Aber nächstes Mal weiß ich Bescheid. Mehr Kaffee, nachts länger schlafen und dann verpasse ich das auch nicht. Also, ich hoffe, der eine oder andere hat aufgepasst, zugehört. Und hat vielleicht auch genau wie der Johann, der Detlef, entsprechend früher geschortet hier oben und nicht die 955 oder auch hier die 964 genau abgewartet. War auf jeden Fall clever. So. Also der ihn bleibt dabei, dass das halt hier long ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich würde halt aus der, wenn er aus so einer kurzen Distanz, vor allen Dingen, weil wir hier jetzt ja gerade auch abgeprallt sind an dem gebrochenen Support, das ist für gut. Das ist kein Support für mich, echt nicht. Auch wenn der hier irgendwie ein bisschen gekauft wurde, ich bin da höchst skeptisch, dass das funktioniert hier. Also würde ich zumindest nicht hier kaufen. Wenn, dann würde ich halt, wenn ich da unbedingt long gehen will, würde ich das abwarten, ob er das halt hier hinkriegt oder nicht. Und dann halt irgendwie einen zweiten Anlauf, wenn er halt entsprechend höher schließt, über dem, zum Beispiel über dem Point of Control, und dann halt nochmal, und dann im zweiten Anlauf eher dann versuchen, dort long zu gehen. Aber hier jetzt. Okay. Also, machen wir an der Stelle hier den Deckel dann halt zu. Ich hoffe, es war trotzdem irgendwie halt hilfreich. In Kombination mit der eigenen Einschätzung. Und auch wenn ich es jetzt hier, wie gesagt, verschlafen habe
Und aber so wahnsinnig viel ist jetzt ja auch nicht passiert. Hier sieht man jetzt auch langsam schön, ne, wie gut das hält an der Stelle. Ja, die Idee haben dann natürlich auch viele, ne? Deswegen ich so nicht machen. Nicht so. Besser nicht. Lieber irgendwie genau anders. Okay. Was, Dirki, Dirki, zitze. Was habe ich denn gemacht? Was? Grüße vom Psychotherapeuten. Okay. Alles klar. Okay, Leute. Also, mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich hoffe euch auch. Und ich, wie gesagt, ich hoffe, wenn ich es jetzt zum dritten Mal sage, ich bin da echt gut drin, ja, irgendwie halt vorher Dinge zu erklären, irgendwie ganz am Anfang und dann nachher halt irgendwie selbst zu verschlafen. Das ist irgendwie so mein Steckenpferd. Manchmal habe ich das Gefühl. Aber okay, so ist es halt. Und aber ich habe tatsächlich heute Nacht nicht sonderlich viel geschlafen. Aber von daher wundert mich das jetzt zumindest nicht, aber es ärgert mich jetzt auch nicht. Es ist schon okay. Also ich finde es ja gut, wenn ich dann halt sehe, dass halt hier einige schreiben, ja, passt doch hiermit zusammen und da und dies, das und jenes. Freue ich mich natürlich echt viel mehr, wenn man das halt irgendwie mit eigenen Ansätzen abgleichen kann und es nicht irgendwie halt einfach nur blind dann halt macht und dann halt eben in Kombination mit meiner Einschätzung, die ja auch hin und wieder nicht so daneben ist, dann halt hier was rausziehen kann. Und wie ich das sehe, ist das ja auch einigen gelungen. Von daher ist das doch schön. Das freut mich doch sehr. Gut, ihr Lieben, also die Sonne scheint. Ich glaube, heute gibt es auch noch ein paar schönere Sachen zu tun. Ich weiß nicht überall in Deutschland, aber hier in Köln oder im Rheinland ist es sehr, sehr sonnig. Und für die, die keine Sonne haben, hoffe ich, die kommt bei euch noch. Und wenn ja, macht was draus. Und bedanke mich dafür, dass ihr wieder sehr, sehr zahlreich hier dabei wart. Und natürlich danke auch an den Wolfgang, dass er das hier heute gemacht hat, beziehungsweise Wolfgang AK Nelson heute. Und danke natürlich an FX Flat hier für die Veranstaltung. Damit hast du das Schlusswort, lieber Ja, Wolfgang. gerne. Auch mein Dank an alle Teilnehmer, die trotz des rein theoretischen Webinars so lange online gewesen sind. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank. Danke, ciao.